Es gibt viele Menschen, die in den letzten Jahren begriffen haben, dass unsere moderne Gesellschaft nicht mehr möglich ist oder das Leben in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr möglich ist, wenn es keine Ingenieurinnen und Ingenieure mehr gibt. Insofern müssen wir unser Innovationspotenzial nicht nur umsetzen, sondern wir müssen auch darüber sprechen. Und der Staatspreis für Baukultur ist eine sehr, sehr gute Plattform, die Leistungen der Ingenieurinnen und Ingenieure im Kontext mit allen anderen am Bau beteiligten Planerinnen und Planern darzustellen. Wir müssen über uns reden, wir müssen über uns sprechen, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen zeigen, dass wir komplexe Aufgabenstellungen umsetzen und auch Innovationen sozusagen haben, die in der Baukultur eine maßgebende Rolle spielen. Und deshalb kann ich nur alle aufrufen, zu schauen, welche Projekte sind in den letzten Jahren entstanden, welche Ideen sind entstanden, die tatsächlich als Einreichung für den neuen Staatspreis für Baukultur nennenswert sind. Nennenswert bedeutet nicht immer gleich den ersten Preis im Auge zu haben, sondern es geht mir darum, ganz deutlich auf die vielfältigen Aufgabenstellungen, die wir als Ingenieurinnen und Ingenieure bearbeiten, in der Öffentlichkeit darzustellen. Selbstverständlich, wenn ich mich an einem Wettbewerb beteilige, das liegt in der Natur der Sache, möchte ich natürlich gerne Erster werden. Ich gehe nicht an den 100-Meter-Start und weiß schon von vornherein, ich werde sowieso Letzter, dann kann ich mir das ja gleich erübrigen. Aber auch der 100-Meter-Start oder andere sportliche Herausforderungen, und ich sehe auch so einen Staatspreis für Baukultur als Herausforderung, soll man durchaus annehmen, um auf die hervorragenden Leistungen unserer Zunft in der Öffentlichkeit hinzuweisen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.